Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Die bekannte Webseite thispersondoesnotexist.com ist Geschichte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo bekommt man Fotos her oder Bilder von einer Person, die man dann für seine sozialen Netzwerkprofile verwenden kann. Natürlich sucht man erstmal im Netz und findet dann alle möglichen Seiten wie thispersondoesnotexist.xyz. Und denkt sich, ja, da habe ich ja jetzt einen Nachfolger. Wenn ich da aber jetzt das Bild in einem neuen Fenster öffne, dann sehen wir, dass das statisch auf der Webseite gespeichert ist. Also keine gute Alternative. Genauso verhält es sich bei dieser Webseite. Die hat allerdings, damit man es nicht so schnell machen kann, den Rechtsklick abgeschaltet. Wenn man aber die Webentwickler-Tools öffnet und sich dann hier so durchklickt, indem man guckt, wo ist es so. Dann kommt man am Schluss. Na, das Falsche gemacht, da habe ich es falsch aufgemacht. So. Hier. 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 Und da sieht man auch, dass das Bild halt einfach im Image-Ordner liegt. Es ist also nicht unbedingt schwierig herauszufinden, wie es sich verhält mit so einer Webseite. Am besten kann man es auch testen, indem man dann eben sich den Quellcode anschaut, indem man den Link dann in einem anderen Browser zu dem Bild nochmal öffnet und guckt, was dann passiert. Und solche Sachen kann man machen. Ja, was gibt es an Alternativen, die tatsächlich funktionieren? Und da wäre halt immer noch das Morphing. Hier ein Spiegelartikel. Dieses Bild ist von einer Frau, die es nicht gibt. Denn es gibt nur diese Frau und diese Frau. Und wenn man diese beiden Bilder verschmilzt, dann bekommt man eben diese Frau. Und Webseiten, die einem dabei helfen, sind eben so Morphing und Face Merging. Ich meine, das habe ich auch schon mal in einem Video vorgestellt. View.com hat jetzt einen Image Generator freigeschalten. Da kann ich ein Modell wählen, also wie oder in welchem Stil das Bild sein soll, zum Beispiel Anime. Und hier schreibe ich einfach einen Text rein, was ich denn sehen möchte auf meinem Bild. Und lassen wir dann eben das Bild generieren. Ja, ist doch ganz hübsch geworden. Das ist jetzt natürlich kein Foto, also so wie man von This Person Does Not Exist es kannte, sondern eben eher was Gemaltes. Aber ich denke, es ist für unsere Zwecke einfach ein Profil Bild zu haben, vollkommen ausreichend. Und hier kann man einfach ein Bild hochladen. So. Und dann einem künstlerische Version von dem Foto zur Verfügung gestellt. Also ihr seht, es gibt immer wieder Alternativen, was man denn so verwenden könnte, um seine Profilfotos zu erstellen. Und vergesst nicht, es gibt natürlich immer noch jede Menge weitere Möglichkeiten. Das soll nur ein bisschen als Anregung dienen, was ihr so machen könnt. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.